dass die im Bild zu sehen waren und zu spüren waren. Das hat dem Film eine Ruhe gegeben, aus der dann wirklich heraus diese ungeheure Kraft der Verwandlung man entdeckt hat. Du bist großartig, finde ich. Unglaublich berührend und eindrucksvoll. Und ich finde es wirklich schön. Schade, dass der Bogner da ist. Der wird nicht kommen und konnte nicht. Der hätte eigentlich noch gefehlt, finde ich. Peter Jürgenburg ist krank, er konnte leider nicht kommen. Ja. Er entschuldigt sich. Er wäre sehr gern gekommen. Denn wie die beiden sich resozialisiert haben im Laufe dieses Films, auch wenn man das gespürt hat, das ist so unglaublich schön und wirklich beeindruckend und großartig, Charlie, was du alles gemacht hast. Aus dem, wo man sich doch immer wieder fragen muss, man darf doch, wenn man das Glück gehabt hat, studieren zu dürfen oder ein Talent ausüben zu dürfen, man darf doch eigentlich, je älter man wird, muss man einsehen, dass man nicht stolz sein darf. Man kann stolz sein aus dem, was man dann aus so einer Situation macht, aber einfach in etwas hineingeboren zu werden, was einem die Chance gibt, gleich mal von Anfang an schon großartig zu werden oder wenigstens so zu wirken, darauf doch sollte man nicht stolz sein. Also mir hat der Film wirklich sehr viel gezeigt und ich finde, es ist eigentlich ein sehr philosophischer Film. Rebecca, vielen herzlichen Dank.